Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 6. Folge von Mysterious Stories. Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge mit dem Mädchen, die ihre Dämonenseite begegnete? Nein? Dann erkläre ich euch kurz, worum es ging. Ein Mädchen ging alleine und vor allem mitten in der Nacht nach Hause. Sie hatte ziemliche Angst und Panik. Vor allem, weil sie das Gefühl hatte, verfolgt zu werden. Sie hörte Schritte und wusste genau, dass irgendjemand in ihrer Nähe war. Als sie dann von etwas berührt wurde, sagte ihr eine Stimme, dass ihre tiefste Angst nun endlich Wahrheit werden würde. Meine Frage an euch war, ist diese Geschichte wirklich geschehen? Oder war es nur die Fantasie, die ein Spielchen spielte und die Geschichte zur Lüge machte? Ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit, um auf das Bild zu klicken, falls ihr diese Geschichte noch nicht gehört habt. Diese Geschichte machte jeden unsicher, sodass es wieder unterschiedliche Meinungen zu dieser Geschichte gab. Doch falls ihr der Meinung wart, dass diese Geschichte nie passiert sei, dürft ihr euch sehr gerne auf die Schulter klopfen. Denn sie ist tatsächlich frei erfunden. Nun geht's weiter mit der 6. Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß. Das längst verstorbene Mädchen vom Fluss. Es war an einem Freitagabend. Meine Eltern waren aus dem Haus und hatten erst vor, wieder in 2 Tagen nach Hause zu kommen. Ich beschloss, meine Freundin anzurufen, um sie zu fragen, ob sie die 2 Tage mit mir verbringen möchte. Sie sagte ja. Wir vereinbarten, dass wir uns ein paar Horrorfilme in der Bibliothek ausleihen. Es war schon spät, als wir anfingen, die Filme zu schauen. Jenny kam auf die Idee, dass wir uns Pizza bestellen könnten. Wir bestellten also Pizza und 30 Minuten später klingelte es schon an der Tür. Der Pizzabote stand da und ich gab ihm das entsprechende Geld. Draußen war es stürmisch kalt und es regnete in Strömen. Schnell machte ich die Tür wieder zu. Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, klingelte es schon wieder. Doch, wer konnte das wohl sein? Der Pizzabote? Da ich alle Hände voll hatte, bat ich Jenny, die Tür zu öffnen. Jenny öffnete die Türe, als ich mich gerade umgedreht hatte. Jenny ließ auf einmal einen Schrei los und ich zuckte unweigerlich zusammen. Ich drehte mich erschrocken zur Tür um. Dort stand ein kleines, abgemagertes Kind mit schwarzen, verzausten Haaren, blassem Gesicht und gesenktem Kopf vor uns. Eine leise, unheimliche, wimmernde Kinderstimme sagte, ich habe Hunger, könnte ich ein Stück Brot haben? Wir baten sie herein, doch das Mädchen lehnte ab. Jenny und ich sahen uns kurz erstaunt an und blickten dann wieder zum Mädchen. Aber das Mädchen war spurlos verschwunden. Ziemlich ängstlich und völlig verstört schlossen wir die Türe und saßen kreidebleich, ohne miteinander nur ein Wort zu wechseln, in der Küche. Am nächsten Tag, als alle schon fast vergessen schien, gingen wir auf einen Flohmarkt. Dort fanden wir einen herrlichen Stand mit lauter alten Puppen. Die Puppenverkäuferin war sehr alt und sah sehr zerbrechlich aus. Die alte Frau hatte eine Halskette mit einem Medaillon umhängen,
in dem ein Bild eines kleinen Mädchens abgebildet war, die schwarzes Haar trug und sehr blass war. Jenny stupste mich an und wir fragten die alte Frau, wer das Mädchen sei. Doch sie antwortete nicht. Und als wir zu ihr sagten, dass das Mädchen gestern an der Türe nach Brot gebettet hatte, hob die alte Dame den Kopf. Ich fragte die alte Frau, warum denn ihre Enkeltochter so alleine bei diesem Wetter und ohne Schuhe betteln gehen musste. Die alte Puppenverkäuferin wurde zornig und schrie mich förmlich an, dass ihre Enkeltochter seit 5 Jahren tot sei. Sie ist auf grausame Art und Weise im Fluss ertrunken. Jenny und ich rannten so schnell wir konnten nach Hause und versuchten uns mit Fernsehen abzulenken. Als es wieder Abend wurde, klingelte es an der Tür. Etwas zögernd und mit einem mulmigen Gefühl öffneten wir die Türe. Wieder stand das kleine Mädchen vor der Türe und bettelte nach Brot. Ich fragte sie ernstlich: Du Mädchen, du bist doch tot, oder? Und das Mädchen schrie: Ja! Das war eine sehr unheimliche Geschichte. Doch wie kann es sein, dass die beiden Freundinnen ein Mädchen gesehen haben, das laut der Dame am Flohmarkt bereits 5 Jahre tot ist? Und antwortete das kleine Mädchen wirklich auf die Frage mit einem schreienden Ja? Die wichtigste Frage, die ich euch jetzt stelle, ist diese Geschichte wahr oder habe ich sie mir nur ausgedacht? Schreibt eure Meinung als Kommentar unter dem Video. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Bis dahin sage ich Tschüss.